Mammut TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Mir fehlen eigentlich die Worte, weil wir haben eigentlich das ganze Spiel über gut gespielt, waren verdient 1-0 in Führung, können vielleicht die eine oder andere Chance noch nachlegen. Und dann kriegen wir erstens drei Nachspielminuten, weiß ich nicht wieso, finde ich ein bisschen viel. Und dann klären wir entscheidend nicht den Ball und bekommen noch eine Ecke. Und da muss ich mir dann im Video nochmal genau anschauen, was da eigentlich passiert ist, wie da unser Zweikampfverhalten ist. Jetzt im Moment ist man ein bisschen sprachlos. Ist natürlich auf gut Deutsch gesagt scheiße gelaufen. Ein Spiel geht nicht nur 90 Minuten, sondern 90 plus, in dem Fall noch 3 Minuten, die wir extra gespielt haben. War natürlich jetzt, muss man sagen, ein dummes Abwehrverhalten von uns in der letzten Aktion. Und muss man sich natürlich anders verhalten, aber jetzt im Moment ist natürlich jetzt schwer zu sagen, da was man hätte besser machen sollen. Ja, muss man auch zugeben, hat er natürlich auch gut gemacht, aber wenn man sich da anders verhält, dann passiert sowas auch in der letzten Aktion nicht. Ja, es ist sehr, sehr bitter, dass wir kurz vor Schluss in der letzten Sekunde wieder den Ausgleich kassieren. Da müssen wir uns clever anstellen da draußen, die gehen zu zweit an die Ecke, da muss es rauchen, da muss es quallen, da muss der resolut weggeschlagen werden, der Ball. Und wir haben heute kein gutes Spiel gezeigt, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Stuttgarter Kickers haben das gut gemacht, nicht umsonst auch spielen die mit oben. Aber wie gesagt, wenn wir Ansprüche haben, oben weiter spielen zu dürfen oder ganz oben zu stehen, dann müssen wir so eine Dinge auch gewinnen. Ja, ich denke, es ist nichts schiefgelaufen. Also wir haben versucht, die 3 Punkte hier zu behalten, haben uns ein bisschen weit nach hinten drängen lassen. Und ja, wie gesagt, die machen das beim Eckball gut. Wir sind vielleicht unaufmerksam kurz und dann läuft er allein in 16er rein. Wie gesagt, wir haben gearbeitet, geackert. Wir wussten, dass das Spiel heute verdammt schwer wird. Das 3. Spiel in 7 Tagen und plus die Verlängerung noch da am Dienstag gegen Bochum. Wir wussten, dass es ein dreckiges Spiel wird, dass es sehr, sehr schwer, sehr hart für uns wird. Wir haben es aber trotzdem eigentlich einigermaßen gut gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Und ist natürlich sehr enttäuschend und um ehrlich zu sein, ist man natürlich auch ziemlich sauer jetzt, so wie die Schlussphase noch verlief und dass wir jetzt hier einfach 2 Punkte am liegen lassen. Ja, im Moment treten wir wirklich ein bisschen auf der Stelle. Klar, es sind immer wieder Punktgewinne, aber auch gerade zu Hause gegen Fortuna Köln, wo Big Points gelandet werden könnten, auch hier jetzt wieder 1-0 geführt, sowas muss man über Zeit bringen. Und dann hätten wir schon einige Punkte mehr auf dem Konto. Ja, dass man bis zur letzten Sekunde, bis der Schiedsrichter abpfeift, hellwach sein muss. Wir waren in dem Moment leider nicht hellwach. Wir haben, oder die Stuttgarter haben den Eckball kurz ausgeführt. Da haben wir noch gar nicht gesehen, dass der Ball wieder im Spiel ist. Und das ist halt, sag ich mal, so ein bisschen der letzte Tick, der dann halt am Ende vielleicht noch gefehlt hat. Ob es jetzt Konzentration war oder halt, weil wir alle platt waren, dass die Beine müde waren. Aber ja, müssen wir leider damit leben. Drittes Unentschieden jetzt in Folge und wie ich das letzte Mal schon gesagt, wir treten leider ein bisschen auf der Stelle, aber müssen jetzt gucken, dass wir nun Unterhaching den Dreier einfahren. Kopf hoch. Ja. Danke trotzdem.